Ich kaufe nicht in einem Markt, der nur per Einbahnstraße nach oben geht und explodiert. Ja, grüß dich. Kommen wir mal wieder zu einem Cashflow-Tipp. Ich befinde mich hier mitten im wunderschönen Abu Dhabi hier im Oktober und bin extrem dankbar für diese Situation. Und eine Sache, warum ich das auch zu verdanken habe, ist das Thema mit richtigen Investments. Und viele, viele Anfragen kommen mal rein und die fragen, Tobias, in welche Kryptowährung kann ich denn investieren? Weil da kann man ja wirklich richtig reich werden. Und mit Kryptowährungen kann man tatsächlich reich werden. Das ist wirklich so. Es gab wahrscheinlich in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren keine Möglichkeit, kein Investment, mit dem man in so kurzer Zeit so großes Vermögen aufbauen konnte wie mit Kryptowährungen. Wo gab es sonst Millionen Prozent? Das gab es nicht mal bei der Dotcom-Blase. Das gab es auch nicht mit irgendwelchen Aktien. Also nicht in diesem Ausmaß. Ja, ein Freund von mir, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, hat im Januar 2017 eine Kryptowährung gekauft für 100 Euro und hat diese im Dezember 2017, nach nicht mal einem Jahr, am 19.12.2017 verkauft für 3,2 Millionen Euro. Aus 100 Euro 3,2 Millionen Euro. Und ich habe von Kryptowährungen einige Zeit nichts wissen wollen. Ich wurde im Jahre 2012 wurde ich das erste Mal angesprochen und ich habe das Ganze total belächelt, muss ich ganz klar sagen. Ja? Und es war damals ein Freund von uns, ein Programmierer, der zu uns gesagt hat, hey, digitales Gold, digitale Währung, Bitcoin, da müssen wir einsteigen. Und ich habe es versäumt. Aber ich habe mich 2015 damit beschäftigt. Und im Juni 2015 war der Preis von Bitcoin 200 Euro. Und ich habe damals entschieden, in Kryptowährungen zu investieren, weil ich gemerkt habe, mit dem digitalen Zahlungsverkehr, was immer mehr kommt, auch das Thema Bargeldabschaffung, dass Kryptowährungen wirklich absolut sensationell sind, es natürlich viele schwarze Schafe gibt. Ich habe 2015 einen kleinen sechsstelligen Betrag investiert. Ich gesagt habe, komm, 10% von meinem Nettovermögen zu dem Zeitpunkt macht es Sinn, in Kryptowährungen zu investieren. Nochmal, der Bitcoin war bei 200 Euro. So. Und im Dezember 17 war der Bitcoin bei 20.000 Dollar. Und da habe ich die ersten Abverkäufe gemacht. Und das war eine gute Entscheidung. Weil allein mit den Kryptowährungen hatte ich im Schnitt eine Kapital ver 50 bis ver 100-fachung. Da muss man überlegen und kann sich jeder die Rendite ja mal selber ausrechnen. Und was mir extrem aufgefallen ist, folgendes, dass im Juni, Juli, August habe ich die meisten Anfragen bekommen von Freunden aus dem Netzwerk, Bekannte, die gesagt haben, Tobias, du kennst dich doch aus mit Kryptowährungen. Soll ich Bitcoins kaufen? Soll ich das kaufen? Soll ich das kaufen? Immer wenn der Markt extrem positiv am Explodieren ist, fragen die Leute, ob sie kaufen sollen. Und das ist eine Grundregel Nummer 1. Der Investments. Ich kaufe nicht in einem Markt, der nur per Einbahnstraße nach oben geht und explodiert, sondern ich kaufe dann ein, wenn der Markt nachgibt. Und wenn der Markt nachgibt, dann kann ich Business machen. Dann kann ich, ist die Chance ja viel, viel größer und viel realistischer, dass ich Gewinne mache, als wenn ich jetzt blindlings in steigende Märkte investiere. Und das muss man einfach verstehen. Schaut mal. Alleine der Preis von Bitcoin ist damals von Dezember, Januar, dann am 1. Februar von 20.000 Dollar gefallen auf 5.000 Euro. Da ist er fast ein Jahr in dem Bereich rumgedümpelt. Und da habe ich wieder eingekauft. Dann ist der Preis auf 3.000 gefallen und ist dann zwischenzeitlich sogar fast auf 12.000 wieder gestiegen. Einer der coolsten Deals, ich bin ja kein Hellseher, aber ich verstehe einfach, antizyklisches Handeln, nicht nur in der Theorie, sondern vor allem in der Praxis. Ich bin jetzt seit 3 Tagen hier in Abu Dhabi.
Ich habe vor 5 Tagen ist der Bitcoin gefallen, nochmal gedrückt worden auf 6.500 Euro. Und dann habe ich zu allen meinen Kunden gesagt, kauf Bitcoin, kauf so schnell als möglich Bitcoin. 2 Tage später ist der Preis heute bei 8.500 Euro. Mal gespannt, wo er in einem halben Jahr ist, in einem Jahr. Ich bin mal gespannt, wenn das Video online gestellt wird, wie lange es dauert, dass der Bitcoin vielleicht bei 3.000 Euro ist wieder. Oder vielleicht bei 20.000 Dollar, wie ursprünglich. 30.000 Dollar, 50.000 Dollar. Das ist alles möglich. Und wenn man in einen Markt reingeht, wenn er gerade nachgibt, das heißt nicht, dass man immer zum besten Kurs einkauft. Aber auch hier ist meine Empfehlung, kauft einfach in Tranchen ein. Kauft in Tranchen ein. Ich brauche keinen speziellen Coin, um Millionen Renditen zu machen. Es reicht der Bitcoin oder ein Litecoin oder ein Ethereum als Basiscoins. Und wenn ihr dann noch Kapital übrig habt, dann schaut euch doch einfach vernünftige Infrastrukturprojekte an. Und wo man im Coin-Business auch investieren kann. Ja? Es ist teilweise Spekulation dabei, das ist ganz klar. Aber es gibt auch Projekte, die sehr, sehr interessant sind, mit denen man sauber kalkulieren kann. Also, erste Regel, schaut im Kryptomarkt, wenn die Preise fallen, wenn die nachgeben und du hast beispielsweise 10.000 Euro, dann kauf 2.000 Euro. Wenn er nochmal nachgibt, kaufst du nochmal nach für 2.000 Euro, dass du tranchenweise einen guten Durchschnittskaufeffekt hast. Und dann machst du aber auch bitte bei guten Gewinnen sukzessive Abverkäufe. Ich würde 2 Strategien fahren, so mache ich es auch. Ich kaufe manche Coins ganz gezielt auf einer Plattform. Ich werde die gern unten verlinken. Große deutsche Plattform. Dort lasse ich die Coins gern 1 Jahr liegen oder spekuliere auch darauf, dass ich die 1 Jahr halte. Wenn ich dann einen großen Gewinn habe, kann ich verkaufen, steuerfreie Gewinne realisieren. Okay, ganz wichtig. Und die andere Plattform, die nutze ich zum ab und zu mal traden. Jetzt bin ich aber kein Krypto-Trader, der jeden Tag 20 Trades macht, sondern ich trade maximal 1-2 Trades im Monat. Das heißt, gibt der Kurs nach, kaufe ich ein und dann, wenn er entsprechend steigt, dann verkaufe ich wieder. Und dann reichen mir auch bei einem Trade entsprechend mal 5, 6, 10% oder in dem Fall von 6.500 auf 8.500. Da sind wir ja fast bei 25%. Kann man auch mal mitnehmen. Okay, also wenn dir der Tipp gefallen hat zum Thema Kryptowährungen, dann freue ich mich über ein Like, kommentier mal, mit welchen Kryptos du vielleicht schon auf die Nase gefallen bist oder wo du schon Gewinn gemacht hast. Und damit du über alle News informiert bist, aktiviere die Glocke und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Cashflow-Tipp wiedersehen. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Erfolg dabei. Dein Tobias Rethaber, Cashflow-Experte Nummer 1.